Annika und Hugo Trappmann machen ihre Limburger Blechwarenfabrik zum Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit. Im 2016 neu errichteten Werk laufen 22.000 Tonnen Weißblech pro Jahr für Dosen, Kanister und Eimer über das Band. Durch Digitalisierung reduzieren die Geschwister die Treibhausgase jährlich um 2.600 Tonnen. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir hier in diesem Projekt soziale Faktoren und auch ökologische Faktoren mit unseren ökonomischen Zielen vereinen konnten und damit natürlich auch der Verantwortung, der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden können. Vernetzte Digitalisierung heißt das Zauberwort. Alle Prozessabläufe des mittelständischen Familienbetriebs werden von intelligenter Software gesteuert. Die Automatisierung spart Material und Energie. So verringern 14 fahrerlose Transportfahrzeuge durch perfekt organisierten Materialtransport ohne Verluste den jährlichen Verbrauch um 100 Tonnen Weißblech. Durch die Digitalisierung können wir hier vielfältige Daten erheben und schlussendlich miteinander verknüpfen und daraus auch Informationen generieren. Als nächste Stufe können wir Prozesse automatisieren, wodurch sich unsere Mitarbeiter mehr auf ihre Haupttätigkeiten konzentrieren können, wodurch schlussendlich Ressourcen eingespart werden. Die meiste Energie sparen die Limburger bei der Drucklackieranlage ein. Beim Bedrucken mit den Logos der Kunden und beim Lackieren verkürzen sie den Ablauf. Dadurch fällt ein Gasofen weg, der größte Energiefresser im Werk. Ein Plus für die Umweltbilanz von 30%. Zusätzlich wird die Prozesswärme nicht ungenutzt nach außen geleitet. Wir heizen und kühlen hier ausschließlich aus Prozesswärme. Dies ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil wir haben auch keine konventionelle Heizung hier verbaut. 2500 Solarmodule auf dem Dach decken ein Drittel des gesamten Verbrauchs für die Fertigung. Nachhaltige Industrie 4.0. Für sie steckten die Jungunternehmer 30 Millionen Euro in den modernen Neubau. Ganz wesentlicher Aspekt bei unseren Investitionen ist, dass wir zeigen wollten, dass wir mit Technologien, die uns heute bereits zur Verfügung stehen, unheimliche Ressourcen, Energien sparen können. In 150 Projekten brachten sich die Mitarbeiter mit ihrem Erfindergeist ein. Mit selbstentwickelten Stanzen erhöhten sie die Ausnutzung um 43% bei dem ohnehin nachhaltigen Material Weißblech. Über 92% des Materials, was wir hier verarbeiten, wird wieder recycelt, wird in Kreisläufen wieder zugeführt. Fast 150 Jahre alt ist die Blechwarenfabrik. Ihrem Firmenmotto, aus Tradition innovativ, bleiben die Geschwister Trappmann treu. Trotz Automation konnten sie alle 300 Mitarbeiter halten. So setzen die Limburger Geschwister Maßstäbe für einen vorbildlich nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Energie.